Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Willkommen zu einem weiteren Video der Audi-Karriere. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, ihr habt einen angenehmen Tag gehabt. Ich hoffe, es hat euch das erste Video euch gefallen, der Audi-Karriere. Und wir sind jetzt im wunderschönen Jeddah mit diesem Auto. Ja, aktuell Sechster. Ja, Zehnter. Oh, die Wand touchiert. Okay, wir können mit Jeff leider nicht reden. Geht ein bisschen besser. Das war okay, würde ich sagen. Ja, 16, 17. 17. Naja, ist okay, denke ich. Ja, in dem Sinne, Bottas hat sich zwei Zehntel vor uns qualifiziert, also auf dem 14. Platz. Würde ich auch meine Pace tatsächlich irgendwo einschätzen. 17 sind wir, ist okay. Ich meine, es könnte ein bisschen besser werden. Ich meine, im Rennen sind wir eh ein Ticken schneller. Aber da gehen wir jetzt auch hin. Let's go. So, Kinders. Auf ein gutes Rennen. Ricciardo auf Mediums, interessant. Wäre ich fast Bottas draufgefahren. Bottas ist durchgeschlüpft. Sehr schön. Danke, Rafa. Okay, now stay alert for threats around you. Oh, haben wir die Wand touchiert. Wir müssen jetzt Albon kriegen. Sehr schön. Es ist so satisfying, wenn du die Kurven da, die Kurvenkombination da triffst.
Ja, das Gute ist, sie sind tatsächlich an Bottas dran geblieben. Normalerweise müssten die da surfen, wenn die da auf den Curb da drauf kommen. Aber es passiert natürlich der KI nicht, aber wehe, ich komme da drauf. Wehe, ich komme da drauf. Ist aufgefallen, dass die super früh bremsen. Verstehe das nicht, warum. Okay, Bottas mit dem Fehler. Dankeschön. War gerade hart nach Teamorder aus, aber ich verspreche euch, das war's nicht. Ja, wir sind gut dran an Stroll. Wir sind an der gesamten Gruppe da vorne. Also Punkte sind definitiv gerade möglich. Nur ich struggle ein bisschen gerade auf den Softs, aber ist auch in dem Auto wirklich nicht angenehm zu fahren. Komm auch dummerweise nicht ans Stroll ran, ne? Ah, die ganze Gruppe da vorne, ey. Eieiei. Okay, die anderen sind auch nicht so schnell durch den Sektor gefahren. Okay, der Reifenstruggle hat für uns alle jetzt angefangen. Oh Mark, ich habe schon die ganze Zeit keinen Tire Grip. Kommst du mir jetzt damit? Wir sind nah genug dran, um Stroll anzugreifen. Gott sei Dank, ey. Frage, konnte er da gleich? Nein, sieht nicht so danach aus. Gut. Oh, das war ein bisschen gecuttet. Verlass mich schon. Natürlich ein bisschen lupfen. Da will ich natürlich keinen unfairen Vorteil mehr erfahren. Okay, wir fighten hier gerade um P7, by the way.
Was okay ist. Ob nächste Runde geht's in die Box. Was das ERS-Management angeht, ist okay. Könnte Tobi auch nicht schlimmer sein. Und nächste Runde geht's rein. Sehr schön. Oh, ja, aber ich merke, dass ich keinen Grip mehr habe. Könnte jetzt mit dem DRS gewesen sein. Ah, oh, wobei doch nicht. Okay. Ja, Boxenslap. Auch jetzt kein ERS mehr. Safety car, safety car. No overtaking. Reduce your pace. Keep your delta number positive as we. Okay, wir haben Safety Car. Was sagt denn das raus? Okay, hä? Okay. Was ist mit Verstappen passiert? That was our last stop. No more scheduled pit stops. Let's go. Na gut, das ist natürlich jetzt F an der Stelle. Weil die anderen vorne nicht gepittet sind. Und die jetzt natürlich dadurch einen riesen Advantage haben. F. Okay, slow down, slow down. Your delta's negative, which means you're going too fast. Reduce your pace. Wir sind 15. Der Reihe nicht. Oh nein. Weil einen positiven Faktor hat es. Bottas ist da vorne wenigstens drin und kann vielleicht Teampunkte holen. Ich muss das besser daraus machen. Oh Mann. So, ich vertraue dem Spiel nicht. Deswegen speichern wir mal ganz kurz. Weiß ich, wie sehr. Es ist vorhin hängen geblieben. Weiß ich, wie das Spiel mit den Mods klarkommt. Deswegen speichern wir einfach mal. Ein guter Reminder gewesen. Okay. Herr Bottas konnte doch nicht so krass davon profitieren. Ist doch hinter uns rausgekommen. Und wir sind jetzt tatsächlich P10. Hinter uns aber Piastri mit frischen Softs. Das dürfte gleich knallen, ey. Okay, Leute. Dann mal los. Safety Car in das Lab. Wir können sehr gut bei Safety Car Restart starten. Von dem her gucken wir, ob wir gleich Gasly kriegen. Gasly hat ein bisschen gepennt.
Oh mein Gott. Okay, ich dachte, ich habe ihn geklippt. Mann. We've got a lot of spare energy. Okay to use your overtake button. Mach darüber keinen Kopf, Mark. Komm schon, ich muss jetzt an Alonso rankommen. Hi Marvi. Gap to your teammate behind is 2.7 seconds. Okay. So satisfying, wenn du die Kurve triffst, ey. Sag's gerne nochmal. Wir haben Gasly aus dem DRS. Vorerst. Hey Marzi, dickes Lob eigentlich auch an das Highlight-Video. Ist das bislang am bestgeklicktesten Video bei mir in den ersten Stunden? Oh! Alter! Alter, Ocon steht einfach falsch rum da. Oh. Alter! So far, but this is a chance to take a breath. We've got another half of this race to go. Okay. Big opportunity there. Wir haben tatsächlich eine Red Flag bekommen, weil sich Ocon da einfach gedreht hat. Puh, okay, 4 Runden auf Softs. Ich werde jetzt sicher auf Mediums gehen. Let's go. Okay, 8er. Oh, und Aston Martin ist raus. Oh, Alonso, warum nicht Stroll? Ich hoffe, du hast einen Schaden, Norris, ey. Puh. Habe ich ihm vielleicht zu wenig Platz gelassen? Weiß ich nicht. Aber
da zu zweit rein ist halt auch dumm einfach. So, noch drei Runden. Noch Con dranbleiben. Oh! Ei, 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 ei. Oh. Ja, da ist mir gerade die Düse gegangen, ey. Oh nein. Und wieder abgekürzt, ey. War's das jetzt für mich? Holt jetzt. Wow, holt Ocon den Straight Line Speed her? Ich verstehe das nicht. Ist der Alpine so schnell auf der Geraden? Im falschen Gang gewesen. Was zum Glück nicht schlimm war. Uff. Wir haben keinen Flügelschaden. Als ob ich da keinen Frontflügelschaden bekommen habe. Irgendwas ist mit Russell. Russell ist unfassbar langsam. Okay, letzte Runde. Wir könnten P5 holen. Okay. Nice move. Good job. Also irgendwas ist mit Russell. Wow. So krank, wie Russell einfach wegkam. Mann. Oh. Eieieiei. Ja, nach der Red Flag kommt halt kein. Es geht direkt aufs Podium. Alter, was ein Rennen. Ja, Leute. Ey, was ein crazy Rennen. Also erstmal kriegen wir ein Safety Car. Dann wechseln wir auf Mediums. Dann wechseln.
drei Runden später gibt es eine Red Flag, weil Ocon einfach in gegensätzliche Richtung steht. Was ist das für ein verrücktes Rennen wieder gewesen? Aber hey, trotz alledem bin ich pleased mit den Punkten. Von 17 auf 6 gefahren. Das ist völlig in Ordnung. Wir sind am 11 Positionen gut gemacht. Einfach nur heftig. Bei der Fahrermeisterschaft sind wir aktuell 8er gerade mit 10 Punkten. Haben uns gut vor Neues gesetzt. Albon natürlich nach seinem überragenden Sieg in Bahrain. Immer noch 7er. Aber wir sind punktgleich mit ihm. Also von dem her, der kann sich ganz schön warm anziehen. In der KWM, na gut, aktuell 7er, aber da wird sich jetzt auch die nächsten Rennen ein bisschen was bewegen. Ich denke mal, die Top 3 wird sich irgendwie oben finden, aber im Mittelfeld dürfte schon viel Action passieren. Dementsprechend bin ich ganz schön happy. Aber ey Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da, ein Abo raushauen, um die anderen Folgen nicht zu verpassen. Und wir sehen uns ganz, ganz bald beim nächsten Rennen. Dürfte, glaube ich, Australien sein. Peace out. Ciao.